Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Handballhacks. Und heute möchte ich mit dir über die Tempospielabwehr sprechen. Also alles, was mit Gegenstoß und Tempospielabwehr zu tun hat. Und wenn dich solche Wissensvideos über Handball interessieren, dann solltest du unbedingt mal meinen Coaching Club abchecken, einfach auf handballhacks.com. Da gibt es viel, viel mehr von solchen Videos, aber auch Taktiktipps, Trainingstipps, Übungen, komplette Trainingseinheiten, alles, was du brauchst. Also lass uns direkt in das Video reinstarten. Für die Tempospielabwehr oder auch Gegenstoßabwehr ist es ganz, ganz wichtig, dass wir ein paar Grundregeln haben, an die sich unsere Spieler halten können. Und zwar möchten wir uns immer möglichst frühzeitig mit Spielern zurückziehen, die nichts mit der letzten Aktion, mit dem letzten Wurf zu tun haben. Das heißt, wenn wir zum Beispiel hier über Rückraum links abschließen, der Ball geht hier Richtung Tor, dann können natürlich schon mal Rückraum Mitte, Rückraum rechts, können auf jeden Fall frühzeitig nach hinten starten, aber theoretisch auch beide Außen. Bei den Außen ist es so, dass wir natürlich auch gucken müssen, was sind so die Gegner, ne? Was macht die gegnerische Mannschaft? Ist die gegnerische Mannschaft richtig auf Tempospiel gedrillt und greift immer an? Ja, dann sollten die Außen sich auf jeden Fall auch direkt frühzeitig, wenn sie sehen, ne, hier kommt ein Wurf, können sie sich sofort mit zurückziehen. Es gibt auch Trainer, die bevorzugen, dass die Außen hier stehen bleiben oder den Weg dann nach innen suchen und hier stehen bleiben, wenn ein Wurf kommt, um auf den Abpraller zu gehen. Ja, aber ich selber bin auch lieber ein Freund davon, jedes Mal schnell frühzeitig zurückzulaufen, um möglichst viele Tempospiele oder Gegenstöße zu unterbinden, anstatt darauf zu hoffen, dass zwischendurch mal ein Abpraller kommt. Das heißt, ich bin auch der Freund davon, wenn alle, die nichts mit dem Wurf zu tun haben, frühzeitig abhauen. Bei dem Kreisläufer sieht es ein bisschen anders aus, weil der Kreisläufer kann hier mehrere Aufgaben einnehmen. Das heißt, wenn hier jetzt ein Rückraum Linker zum Beispiel zum Wurf kommt und der Torwart hält zum Beispiel und jetzt sagen wir mal, hier sind jetzt schon welche gelaufen, meine Außen sind auch frühzeitig gut mit nach hinten gekommen, die begleiten die hier, hier läuft vielleicht schon einer, wir sind so in diesem Bereich, dann könnte ein Kreisläufer, oder sagen wir auch mal, einer kommt hier durch, dann könnte ein Kreisläufer hier positioniert sein, nicht nur, um einen direkten Abpraller vielleicht zu bekommen, sondern auch, um den Torhüter ein bisschen zu behindern, hier zu irritieren, damit dieser nicht ganz einfach einen langen Pass hier nach vorne spielen kann, sondern hier Blick zustellen und eventuell auch, falls er hier einen kurzen Pass spielen würde und der dann den langen Pass spielt, auch hier ein bisschen so spekulieren, einfach den Torwart ein bisschen unter Druck setzen, dass der hier eine Sekunde, zwei Sekunden länger braucht, um den Ball ordentlich rauszugeben, sodass sich die Mitspieler hier versammeln können. Das heißt, wir wollen als erste Grundregel haben, alle, die nichts mit dem Torabschluss zu tun haben, ziehen sich frühzeitig nach hinten. Das heißt, sie müssen dort ein bisschen antizipieren, wann der Torabschluss kommt. Und der Kreisläufer, der kann hier natürlich stören. Frühzeitig oder hier den Torwart stören, damit der Ball nicht so einfach nach vorne gespielt wird. Und jetzt kommt noch eine Sache dazu, die sehr, sehr wichtig ist. Und das ist so ein bisschen die Raumaufteilung. Wir möchten in der Tempospielabwehr, in der Gegenstoßabwehr, wir möchten zentral zurücklaufen, wir möchten nicht auf unsere Abwehrposition zurücklaufen, sondern wir möchten zentral zurücklaufen, um möglichst viel Spielfläche abzudecken. Plus, wenn dort Gegenspieler sind, möchten wir die Gegenspieler ablaufen. Das heißt, wir machen die Situation mal ein bisschen anders gerade. Zum Beispiel haben wir hier eine Kreuzung von Rückraum Mitte für Rückraum links. Dann geht der Rückraum Mittelmann hier in den Schirm zum Beispiel. Und jetzt schließt der Rückraum Linke von hierhin ab, ist vielleicht so noch ein bisschen in der Abwehr drin. Und jetzt sind wir hier schon gestartet, hier ist schon einer gestartet und diese beiden können sich frühzeitig nach hinten zurückziehen. Jetzt soll der Rechtsaußen, der dann vermutlich hier deckt und auch der Rückraum Rechter, der dann eventuell hier deckt, die sollen sich jetzt nicht stumpf hier in ihre Abwehrposition zurückziehen. Weil der Angriff wird das vermutlich so machen, dass einer hier breit geht und einer mehr die Spielfeldmitte einnimmt. Das heißt, wir laufen erst in einer zentralen Position zurück. Die würde jetzt so aussehen, dass der Rechtsaußen, der könnte die Position hier relativ einfach einnehmen und der Rückraum Rechte könnte die Position hier einnehmen. Sodass wir jetzt erstmal so zurücklaufen, um hier möglichst viel Spielfläche abzudecken, sodass hier dieses 2 gegen 2 sehr, sehr gut abgedeckt werden kann. Und wenn dann die nächsten Spieler kommen, der hier kommt, dann stehen wir hier noch relativ gut, dann kommt vielleicht der nächste Spieler zurück, der hier deckt, dann können wir uns immer weiter dann verschieben.
dass wir immer zentral stehen, bis alle Spieler da sind. So wollen wir im Endeffekt decken, dass wir auf jeden Fall zentral laufen, möglichst viel Spielfläche abdecken und wenn dort Gegenspieler sind, diese Gegenspieler direkt mit ablaufen. Einfach aus dem Grund, dass wenn zum Beispiel hier der Fünfer steht hier beim Sechser, ne, er läuft den hier mit, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Torwart den Pass überhaupt spielt, deutlich geringer, als wenn der Fünfer hier in den offenen Raum läuft und der Sechser nach hier läuft, der dann hier angespielt werden kann, dann haben wir eine 1-gegen-1-Situation. Ne, das heißt, lieber den Gegenspieler ablaufen oder wenn kein Gegenspieler, dann in den zentralen Raum laufen, bis wir uns dort nach und nach gesammelt haben. Also, allerhand Grundregeln, ich fasse sie noch einmal schnell zusammen. Also, als allererstes haben wir frühzeitig zurückziehen, wer nichts mit dem Torabschluss zu tun hat. Ja, dann haben wir den Kreisläufer, der vorne stehen kann, um hier zu irritieren. Dann möchten wir zentral zurücklaufen, bis mehr und mehr von unserer Mannschaft nach hinten kommt, um uns dann auch immer zentral quasi weiter zu verteilen. Und als letztes, wenn wir Gegenspieler haben, direkte Gegenspieler, Gegenspieler ablaufen, anstatt in den freien Raum reinlaufen. Sehr gut. Wenn du diese Regeln mit deiner Mannschaft umsetzt, dann sollte deine Tempospielabwehr auf jeden Fall relativ schnell besser werden. Und wie gesagt, wenn du noch mehr Interesse hast an solchen Videos, an längeren Videos, an mehr Videos, an Trainingsvideos, alles Mögliche, dann solltest du unbedingt den Coaching Club abchecken. Link ist hier nochmal eingeblendet und auch in der Videobeschreibung. Und damit würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Mach's gut. Ciao, ciao. Hier möchte ich dir einen schnellen Ausschnitt aus dem Coaching Club zeigen. Hier gibt es eine Übersicht über alle Inhalte, die es auf der Plattform gibt. Und jetzt kannst du dir einfach ein Thema auswählen, zum Beispiel Trainingseinheiten und dann zum Beispiel Angriffstraining. Und hier findest du jetzt verschiedene Trainingseinheiten zum Angriffstraining, wo du dir dann einfach hier ein Erklärvideo angucken kannst. Und hier unten kannst du draufklicken und dir die Trainingseinheit als PDF-Datei herunterladen, ausdrucken und direkt mit ins Training nehmen.